Was geht ab, meine Freunde? Live dabei. What's up? Was geht ab, YouTube? And welcome back. Was geht, Digga? Moin. Alles gut? Cold. Cold, es ist kalt draußen. Beautiful cold. Oh, sexy. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden. Bei mir. Hier seht ihr mein Working Flow am Küchentisch. Ich habe nichts geschafft. Nichts geschafft? Hauptsache die Küche sauber. Küche sauber, immerhin. Immerhin, genau. Was machen wir denn heute? Chest auf jeden Fall. Brusttraining. Und dann wollen wir was Geiles kochen, ne? Ja, ich weiß noch nicht was, ne? Ja, ich auch nicht. Aber ihr werdet es sehen, wir werden es rauskriegen. Schauen wir mal. Irgendwas Kalorienhaltiges. Einkaufen müssen wir. Road to Glory Style. Yes, sir. Sexy Smart von Arne. Das ist sein Zweitwagen. Ne, wir haben gerade geschnackt, das ist sein Erstwagen. Das ist den. Erstes Auto? Wann hast du vor 10 Jahren hast du den gekauft. Klar. Echt schon über 10 Jahre her. Hier ist rechts vor links, kein Problem. Arne fährt ich einfach. Fahr einfach weiter. Es juckt nicht, er fährt smart. Benz. Das ist Mercedes. Mercedes darf das. Ich darf das. Auf jeden Fall müssen wir die zweite rechts. Wir fahren jetzt erstmal kurz zur Post, weil ich kurz was abschicken muss und logischerweise nicht abholen. Diesmal nicht. Kein Geld ausgegeben. Und danach geht's ins Gym. Es hat sexy 1000 Kilometer runter. Ja, läuft noch wie eine 1. So. Falls wir das nicht überleben, ist das unser Testament an euch. Ja. Manuel, du kriegst alles von uns. Wir überlassen dir alles, den genau. Channel, alles deins. Nimm die 1500 Abonnenten. Ja. Ah ja, Manuel, apropos, wenn du das siehst, du wirst es mit Sicherheit sehen, ich hoffe es. Ich schicke jetzt dein Paket ab, dein Gymshark-Shirt. Lieferzeit bei Tapia ist halt manchmal 1,5 bis 3 Wochen. Also gewöhnt euch dran, wenn ihr irgendwas mal bei uns bestellen solltet, dauert immer so 3 Wochen. Dafür kommt es dann auch an. Ja. So, meine Freunde, Training ist durch und wir haben uns wieder im
Arne Mobil eingefunden. Sexy Smart. Digga, echt. Ich bin gar nicht dran gewöhnt an solche Autos. Ich reiße die Tür auf, die fliegt erstmal halb ab. Hinten der Klappspiegel da, der Kofferraumspiegel da hinten. Der geht da fast kaputt, wo ich den zumache. Es ist nichts für Bodybuilder, ja, Leute, die Kraft haben. Ja. Die reißen das Auto auseinander. Komfort for life. Bei mir würde das Auto 2 Stunden halten. Auf jeden Fall haben wir, wie ihr gesehen habt, Brust trainiert. 3 Übungen. Arne hat nochmal Liegestütz gemacht, die ich natürlich nicht gefilmt habe. Klassiker. Macht auch nichts. Ego Lifestyle. Ich habe noch ein bisschen Bauch gemacht, beziehungsweise Arne auch nochmal. Und ich bin heute irgendwie nicht so drauf. Ich habe vorgestern Schulterarme gehabt, was ihr schon gesehen haben solltet. Gestern Beine und habe zum ersten Mal seit langem wieder die 140 Kilo beim Squatten angegriffen und dadurch halt. Das war enorm intensiv, obwohl ich wenige Übungen gemacht habe, wirklich eigentlich hauptsächlich fast nur Kniebeugen und Beinpresse, aber halt so intensiv, habe davor mich noch aufgewärmt mit Beinbeuge, Ausfallschritten und Beinstrecker, aber das alles mit Easy Weights und das hat mich so fertig gemacht, dass ich nicht so Muskelkater, sondern Verspannung in der Schulter hatte vom Schulterarmtraining, obwohl das Schulterarmtraining auch easy war, bis 20 Reps. Mein oberer Rücken, ich habe so Muskelkater, ich habe Rücken das letzte Mal trainiert, meinte ich ja, also das ist, liegt jetzt 3 Einheiten zurück, inklusive dieser. Aber ich hatte vom Kniebeugen, weil ich halt so krass stabilisiert habe und gegengearbeitet habe, dass ich nicht einbreche bei den 140 mal 8 in den letzten 2 Sätzen, dass ich das... Krass, das den Trapez geknallt. Richtig krass. Ich merke das richtig, wenn ich drehe und mich hier oben bewege, halt allgemein in der Wirbelsäule rotiere. Das ist übel. Ich wäre eigentlich heute der perfekte Rest-Day, aber für euch... Für euch machen wir das. Genau, das, aber ich habe morgen Rest-Day, deshalb... Eben. Muss man durch. Ich habe gestern auch Schultern, Arme gemacht. Habe ich ja auch gesagt, beste Vorbereitung, Trizeps, Schultern zerstört. Dann Stabilisatoren heute nicht. Aber ging heute trotzdem gut. Ich habe vorher einen Rest-Day gemacht. Alles für die Community. Alles für euch. Wir sind sexy. Wir haben die Sexiness. Für die Sexiness haben wir das gleiche Outfit an. Hier. Red. Yeah. Die Red Power Rangers. Ungeplant, ehrlich gesagt. Eigentlich wollte ich das fürs Gym anziehen und habe... hab meinen Stringer vergessen. Schon wieder, ne? Ja. Vergiss doch mal deine Klamotten. Ne, leg die raus und leg die aufs Bett und dann bleiben die da auch liegen. Letztens habe ich meine Shorts vergessen, Gym Junkie Shorts, war die schön hier in sexy Style und hab die da auch liegen gelassen. Musste dann halt in der hier nochmal trainieren, aber läuft. Auf jeden Fall fahren wir jetzt, ich hab gelabert, Arne, was hältst du vom Training? Also Training war super, wie gesagt, war richtig gut. Progression läuft, ne, obwohl wir auch beide nicht unbedingt in Progression immer aus sind, aber Kalorien Plus macht sich bemerkbar. Ich bin viel stabiler in allen Übungen wieder. Power und geht voran. Bin gespannt. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja, wir sind gespannt, gutes Feeling. Was nächstes Jahr geht. Wo es hingehen wird. Ja, ne? Wettkampftechnisch oder ob ich da was plane, ob der Arne noch mal was plant. Tapia ist dran. Ich hab keinen Bock. Er hat keinen Bock. Ich muss hart diät machen. Nein. Nee, nicht deswegen. Ich hab einfach irgendwie, weiß ich nicht. Es ist so bei Oscar. Oscar sagt da auch, er sagt, nee, irgendwie zieht mich das nicht an. Und ich gucke mir das zwar gerne an, aber irgendwie, aber wer weiß, vielleicht ändert sich. Vielleicht bin ich nächstes Jahr so minus 3% shredded, dass ich dann sage, ich muss. Ich will's präsentieren. Ich muss, genau. Darf ich keine Booster nehmen, denn dann bin ich nicht mehr natural. Testen die sowieso nicht. Ja, stimmt. Egal, also kommt drauf an, wo du startest. Ja, aber dann nehme ich alles. Beim American Dream, da hätte ich auch, weiß ich nicht, da hätte ich nehmen können, was ich will. Da fragt dich ja nicht immer jemand deine Anmeldung. Was treibst du so, junger Mann? Oh, ich nehme das, okay, danke schön. Hier die Unterschrift, bitte bestätigen Sie. Das ist alles wahrheitsgetreu ist. GmbF, da musst du, glaube ich, wenigstens... wie heißt das? Lügendetektor-Test machen. Echt? Ja. Heftig. Aber ich glaube, das kann man auch umschiffen. Ja, gibt immer Tricks auf der Welt. Ein guter Lügner. Regeln, Regeln sind immer da und es gibt immer Leute, die ganz schnell brechen. Rechts oder was? Nee, geradeaus. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einkaufen. Yep. Halten wir nochmal die Cam drauf. Ich weiß dann am Ende nicht, ob wir es reinschneiden. Das ist die Frage, ob es wirklich so interessant ist. Fleisch, Reis, so. Also nichts Außergewöhnliches, was wir, glaube ich, einkaufen. Wir schauen gleich mal rein.
Und ja, und dann machen wir uns gleich was Schönes zu essen. Ordentlich Calories, Calories, Calories. So sehe ich das gerne. Oh yeah. Ich poche. Ja, mach ja, alles. Und ich chill einfach. Oder ich cutte ein paar Videos. Hier ist mein Arbeitsplatz. Trackpad und iPad. iPad wollte ich schon sagen. Ja, iPad Pro. So ungefähr genauso groß. MacBook. Und ja. Wir hatten uns eigentlich die letzten Tage dafür entschieden, was ausgefallen ist. Wir wollten so richtig Foodporn machen. Ja, richtig Foodporn, richtig geil. Ja. Und ja, am Ende des Tages, wenn ihr schaut, wird Hähnchen, Paprika, Lauchzwiebeln, Pilze und Sojasauce. Vielleicht gibt es noch was Geiles zu nach. Ja, auf jeden Fall machen wir Sojahuhn. Den Klassiker, die Leute, die meine Videos mal geschaut haben, sollten das vielleicht kennen, oder? Echt? Gibt's schon das Tavia-Sojahuhn? Ja, habe ich schon mal gezeigt. Das ist nichts Besonderes. Es ist, die Zubereitung sind so ein paar Schritte, zusammengeschnitten, zusammengewürfelt, Reis, buff, rüber, fertig. Ja, aber lecker. Easy, geil. Aber lecker, genau. Deshalb schneide ich jetzt das Huhn klein. Arne schneidet die 5 Paprikas, die ganzen Pilze, Lauchzwiebel kommen am Ende noch drüber und Zwiebeln. Gut, Zwiebeln. Rote Zwiebeln, aber richtig geil. Zwiebeln. Zwiebeln musst du auch schön groß schneiden, weil das reicht, die zu verteilen ein richtig geiles Aroma. Also gar nicht so klein, richtig schön große Stücke einfach nur. Ja. Gibt's dann auch gleich nochmal. Was haben wir jetzt hier alles? Mücke muss ich ausmachen, Copyright läuft. Rote Zwiebeln, Hähnchen, rote Paprika, Champignons, Lauchzwiebeln und natürlich ganz viel Reis. Und Leute, was ihr nicht gesehen habt, Tapi hat eben geweint wie ein Muschi, als er die Zwiebeln geschnitten hat. Ja, diese Scheiße. Ja. Ich möchte ein Gerät haben, was die nicht so klein macht, sondern in solche Scheiben schneidet, selber. Ich möchte das nicht machen. Schreibt es in die Kommentare, wo man sowas kriegt. Genau, so sieht's aus. Wir haben hier 400 Gramm Fleisch auf jeden Fall und einen Haufen irgendwie von Reis, 400 Gramm auch. Und ja, schauen wir gleich mal, wie sich das Ganze am Ende entwickelt. Genau, wir haben jetzt hier auch noch mal ein paar Würze, Tomatenwürze, Pfeffer, Salz und natürlich Soja. Was einfach zwischenzeitlich rübergehauen wird. Also alles relativ easy. Also ansonsten schaltet einfach in mein Video rein. Sojahuhn. Sojahuhn. Tapia-Vlog. Irgendeiner. Kurz abschauen, sauber. Gleich verlinken. Ich werde verlinken. Kauft hier. Amazon-Link in der Beschreibung. Sonst abzusauber. Das ist 1A. So sieht das Endergebnis aus. Das haben wir da endgültig jetzt drin. Zwiebeln, Paprika, Champignons, Reis, Lauchzwiebeln sind eben drüber, Gewürze, alles mögliche raufgehauen einfach, angekocht. Und ich weiß keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich weiß es nicht mehr. Also es ist jetzt kein Delikatesse, es ist halt Bro-Meal 2.0, aber es ist mal was anderes. Und ja, nimm dir mal einfach einen Löffel. Duftet auf jeden Fall schon geil, da wieder. Zwiebeln machen es einfach aus. Ja, Zwiebeln sind Nase. Einfach der Shit. Und Zwiebeln? Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Ne? Nö, aber. Ja. Kann man essen. Fleisch ist auch geil. Ja, ja, Arne ist so höflich, er wird nichts anderes sagen. Ganz ehrlich. Die Leute denken ja mal, ich esse ja sowas nicht, ne? Weil sie nur mal Instagram sehen oder denken. Ja. Aber ich feiere so eine Meals genauso. Das ist genauso geil. Frisches Essen ist einfach geil. So. Kann man machen, ne? Mhm. Oh, geht schnell. Also das ist jetzt aufgrund dessen, dass wir relativ viel gemacht haben, aber ich habe es ja in meinem letzten Video schon erklärt, das ist normalerweise 15 Minuten, ist ready. Ich mach die Pfanne auch dann hier wirklich voll. So sieht man das, genau. Ich mache die Pfanne dann wirklich auch voll für mich. Das sind 2 Mahlzeiten, 15 Minuten Arbeit, wenn man, sag ich mal, in diesem Schnitt drin ist. Schneiden, wenn man richtig cutten kann.
Genau, Paprika schon cutten, nebenher aufräumen, dann ist die Küche auch direkt sauber. Und ja, ready. Losgehen. Genau, das sind genau die Teller, da haben wir gerade den Kram reingelegt, also recyclingmäßig unterwegs. Hier, tu mal was für die Umwelt. Genau, tun was für die Umwelt und dann ballern wir das jetzt weg. Lass uns schmecken. Ah, oh, Freunde, sind wir satt? Ja, das geht. Es hätte doch ein bisschen mehr sein können. Ich bin zu faul. Es war zu clean, das Spiel. Ich bin heute irgendwie so im Arsch. Er ist tot für die Kniebeugen, richtig. Ja, ich bin komplett ganz im Körper verkatert irgendwie. Ich merke, das zieht einen echt runter. Aber ich hab übrigens noch einen Nachtisch bekommen. Das ist sexy Nachtisch. Hier, ne? Wer sehen will, was das war? Snapchat. Checkt Snapchat. Da seht ihr das. Blenden wir nochmal ein von uns Snapchat. Ja, da gibt es so ein paar Undercover Live-Aufnahmen unseres Lebens. Genau, wir probieren Snapchat so zu gestalten, damit die Videos auch interessant bleiben, dass quasi in Snapchat kommen die Sachen, die nicht auf Video kommen. Weil sonst immer, Oscar meint das auch, ist sonst immer so das Gleiche. Immer das Gleiche, dass wir halt wirklich, ja, wirklich mal in Snapchat kommen halt die Sachen, die halt nicht auf Video sind. Ja, und genau das haben wir. Fertig aus. Ja, und wir haben es fertig gefressen. Ja, das steht bei dir noch an. Sind safe. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein Video hochladen für euch. Genau, und ich cutte es für euch. Und dann haben wir noch ein Stündchen PT und dann wird wieder weiter gegessen. Mhm. Off-Season läuft. Bulking. Bulking Power bei mir ist Off-Season, ich mach gar nichts. Ich müsste anfangen auch heute noch immer essen, aber ich hab noch was im Pedo von gestern. Reis und Hähnchen, was ein Wunder. Echt, was ein Wunder. Und und dann wird gecuttet und dann ist auch Sense. Jetzt ist auch schon der Tag vorbei, ne? Also, hast du noch ein letztes Wort? Das letzte Wort an euch, Leute, ist: Schlaft genug. Wenn ihr so schwer trainiert wie Tapia, ihr müsst genug schlafen und genug essen. Ja, genug essen. Auf jeden Fall das. Und schlafen ist wichtig. Rest-Days sind wichtig. Es zerstört mich gerade. Ich hoffe, ich muss morgen um 5:30 hoch und wir haben so einen langen Tag morgen, Alter. Oh. Aber auch das werden die Leute sehen. Ja. Auf Coffee. Shopping, Snapchat. Snapchat, alles reinschalten, Leute. Ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn es heißt, Team Fitness Elevator, futtern, futtern, futtern.